Hallo und herzlich willkommen. Heute seht ihr mal wieder ein deutsches Schiff und zwar hier die Tirpitz in einem Ranked-Gefecht. Besonders interessant, reines Tier-8-Gefecht mit zwei Schlachtschiffen auf beiden Seiten, drei Kreuzern und zwei Zerstörern. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie diese Runde hier jetzt läuft. Gerade hier wird am Anfang wohl gar nicht so viel gespult werden müssen, habe ich mir schon fast gedacht, denn hier kommt man da schneller ins Gefecht rein. Und da haben wir schon die erste Hamagi offen. Und es wird auch in der Taktik schon gesagt, hier von wegen vielleicht einer zu A und der Rest auf B. Das wäre der Plan. Aber beide Kreuzer sind auf B unterwegs. Er hat jetzt hier gleich mal die erste Salve Richtung Hamagi rausgehauen. Nein, das war nicht die Hamagi. Ha, zwei Zitadellen. Aber auf die Atago habe ich ein bisschen falsch geguckt. Die Atago wird es aber auf jeden Fall verstanden haben, weil die hat richtig, richtig, richtig dicke kassiert. Uiuiui. So geht eine Runde schon mal richtig gut los für einen. Gerade mal 2 Minuten gespielt. Die ersten Gegner sind offen und schon kommt die Bismarck und nervt einen mit den Zitadellen. Die Tirpitz, Entschuldigung. Doch mal 2 Treffer, aber in dem Fall Gott sei Dank keine Zitadellen mehr. Tirpitz hat natürlich, bevor ich jetzt mich da um Kopf und Kragen rede, ganz klar die Torpedos am Start, die Bismarck ja eben nicht hat. Und jetzt hat er hier den Rauch sehr gut, weil jetzt kann er natürlich aus dem Rauch agieren. Sehr schön taktisch gespielt. Magi 6000 Damage. Muss natürlich aber auch aufpassen, wenn er hier zu lang drin steht. Irgendwann geht der Rauch natürlich weg und dann hat er da sonst ein Problem. Jetzt hier die gegnerische Tirpitz nochmal ins Feuer nehmen. Aber ein bisschen, ja, zu weit hinten, oder? Ja, 3500, 3800. Das war auf jeden Fall, hätte noch mehr gehen können, hätte er noch ein bisschen weiter vorgehalten. Die Hamagi fährt er auch weg. Sie holen sich da jetzt den Punkt A. Der Punkt B wiederum wird vom Gegner gekappt. Schüsse auf die North Carolina raus und mal schauen, wie die ankommen. Oh, nochmal eine Zitadelle und ein schöner Hit. Knapp 16.000 Schaden auch auf die North Carolina. Wow, schon 50.000 und 3 Zitadellen. Das läuft gut bisher. Oder vielleicht nochmal auf die North Carolina. Ist natürlich wirklich sensationell, wie er hier mit dem Rauch arbeiten kann. North Carolina dreht aber schon ein, aber da diese eine Granate hat ihn sogar noch getroffen, aber für keinen Damage. Oh, Fubuki nicht weit weg. Und das könnte die Zerstörung sein. Sehr schön wichtig, den Zerstörer rauszunehmen. Und jetzt schreibt er auch Pushing, also das heißt jetzt drauf auf den Gegner. Volle Lotte, was so geht. Auch die Hamagi will jetzt natürlich da noch vielleicht den ein oder anderen Hit bekommen, so gesehen aus seiner Sicht natürlich. Aber, ja doch, denn noch die zweite Salve, auch nochmal knapp 6000 Schaden. So, was passiert jetzt? 5000, der war satt. Und 17.000 fast. 16,5, nochmal eine Zitadelle. Also Wahnsinn, was der hier in dem Rank rausholt. So viele Gegner hat er ja gar nicht, aber schon 83.000 Schaden und 4 Zitadellen.
Und jetzt auf die Chapayev. Ja, da hat er erstmal geschaut, sozusagen, wie kommen die Schüsse. Und danach hat er dann die zweite Salve nachgezogen. Und auch hier nochmal eine Zitadelle. 11, also unglaublich, das läuft sensationell, besser kann es gar nicht laufen. Jetzt brennt er. Ist die Frage, wie reagiert er jetzt auf den Brand? Er heilt gegen, genau. Torpedos direkt voraus. So. Und hier nochmal die Zitadelle, jetzt läuft die auch da aufs Land auf. Das heißt, jetzt eine ideale Möglichkeit, ihn da zu treffen, weil er muss natürlich ein Stück zurückfahren. Aber in dem Fall, der Hit war gar nicht so satt. Jetzt ist der aber gerade sozusagen an Ort und Stelle. Die nächsten Schüsse und nehmen ihn raus wieder in der Zitadelle. Unfassbar. Er schreibt auch nochmal im Team, das bedankt sich bei der Benson. Ich glaube, das war für den Rauch, weil da hat man einfach auch gesehen, wie so ein Teamspiel gerade im Rank natürlich sensationell wichtig ist. Aber 120.000 Schaden, 7 Zitadellen, das muss man schon sagen, das ist aller Ehrenwert. So, jetzt probiert das da auf die Benson auch mal da hinten. Trifft er sogar einmal, ja, warum auch nicht? Jetzt kommt er auch gerade auf nichts ran. Der Magi ist hinterhalb der Insel. Die anderen fahren auch sozusagen alle von ihm weg. Also jetzt keiner, der jetzt irgendwo mal gerade in Nähe aufgehen wird. Wenn, dann wird es die Magi sein, die da jetzt gleich hervorluken dürfte. Ja, jetzt genau wollte ich gerade sagen, jetzt müsste er gleich draufkommen. Ja, ich glaube, der war, oder? Kommen die noch runter? Tatsächlich. Wahnsinn, da geht auch jeder Schuss gerade wirklich rein. Wieder eine Zitadelle. Oh, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Einfach sensationell. Das Einzige, was ihm jetzt noch fehlt, ist ein schöner Torpedo-Hit. Aber dann hätte er auch schon wirklich alles erreicht. Kills hat er schon 2 Stück. 4 wären noch theoretisch möglich. Oh, North Carolina ganz, ganz nah. Ausnahmsweise trifft er mal keine Zitadelle. Das ist ja schon fast... Da wird er sich schon fragen, ob sein Spiel kaputt ist. Und jetzt fährt er hier wirklich auf alle drauf. Jetzt geht er da volles Risiko. So, jetzt will er die Atago. Die dreht sogar nochmal extra rein. Seht ihr das? Das ist ja wahnsinnig. Ja, okay, da wundert mich die Zitadelle nicht. Und jetzt kommt die North Carolina. Und die probiert es jetzt hier. Die probiert es jetzt. Was machst du denn jetzt? Du hast keine Torpedos, North Carolina. Ja, Tirpitz schon. Wirst du gleich sehen. So, aber er hält sich gar nicht mit der North Carolina auf. Sieht schon, okay, die Torpedos passen. Er hat eine Zitadelle abbekommen, 2 Torpedotreffer da. Hat ihn damit auch zerstört. Muss aufpassen auf die Torpedos von seinem Team. Benson ist da jetzt recht nah. Aber dicker Hit auf die Amagi auch. 11.000 Schaden. So. Jetzt könnte die Amagi auch schon dran glauben. Und auch die ist weg. Holt sich jetzt hier die Krake im Ranked. Wahnsinnig einfach nur. Und ein Kill sozusagen wäre noch frei. Und er schraubt auch 191.000 Schaden. LOL. Und definitiv gibt es das ein Riesen-LOL. Aber besser kann es halt nicht laufen. Ein Kill wäre noch möglich. Und finde ich sehr, sehr cool, wie er das macht. Er sagt, ja, okay, ich habe eine gute Runde, aber dank der Benson. Weil nur dank der ist es überhaupt erst möglich gewesen. Oh ja, hier jetzt natürlich einige Torpedos. Treffen da auch für 21.000 Damage.
Beziehungsweise 21.000 Damage Schaden. So, jetzt schneidet er rechts den Weg ab, dass er sozusagen nur noch... Boah, das sind aber auch Torpedos, die da geschmissen werden, du. Heide Witzka. Jetzt lädt er auch auf HE um. So. Und ich verabschiede mich schon mal. Sag vielen Dank fürs Zuschauen. War eine sensationelle Ranked-Runde. Und ob er hier den letzten Kill noch selber bekommt oder ob den sich einer seiner Teammitglieder verdient macht, sehen wir jetzt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.